Ja, befreit die Siedlung der Elfen. Erschafft eine Armee und zerstört das Goblinlager im Westen. Vernichtet die Stellung der Belagerer. Und die letzten Schützen. Findet die Schützen im Waldteil, findet die Schützen im Osten. Und die Schützen im Nordosten. So, und damit geht's mal wieder los. Mal gucken, wann der erste, also der Spawnkreis ist erschienen. Das heißt, bald werden Speer kommen. Hier bin ich. Gehen wir es an. Was wünscht ihr? Dort entlang, Ärmel hoch und los. So, währenddessen. Also, die letzten Schützen. Im Waldteil unweit der Siedlung soll eine der Schützentruppen belagert werden. Findet die Schützen im Osten? Sidahan glaubt, dass eine der Schützentruppen weit nach Osten geflüchtet ist. Und eine der Gruppen hat es wohl in den Nordosten verschlagen, in Richtung des Schattenhain-Portals. Trommeln in den Wäldern. Befreit die Siedlung der Elfen. Das Dorf der Elu im Nordwesten der Insel wird bedrängt. Vernichtet die Belagerer an der Landenge vor der Siedlung. Das erste Hindernis ist ein Lager von kommenden Speeren westlich des Monuments. Das Lager muss zerstört werden, um die Arbeiter zu sichern. Was wünscht ihr? Schon dabei. Herr der Kein Rune? Problem. Zu Diensten. Dann los. Verfügt Dort über mich. Entlang. Hier bin ich. So, dann bauen wir gleich mal unsere Holzfällerlage hier Schon dabei. unten auf. Herr der Kein Rune? Problem. Und ich sollte mich vielleicht ein Stück zurückhalten, nicht, dass mich der Speer von hier oben aus sehen kann. Das wäre ärgerlich. So, vernichtet die Siedlung der Belagerer. Vor der Siedlung der Elfen haben Wenigans Leute ein Lager errichtet, von dem aus sie ihre Angriffe führen. Es muss zerstört werden, die Verteidigung der Elfen droht zu fallen. Ja, wir haben einmal hier Ruff, der das eine Lager anführt. Und wir haben hier das Angriffslager, das von Urshook angeführt wird. Die beiden müssen fallen, damit die Elfen wieder sicher sind. Ja, dann los. Zu Diensten. Wird sofort erledigt. Bin unterwegs. Auf geht's. So, bauen wir mal hier unseren Stein auf. Verfügt Habe über verstanden. mich. Und unsere Mine hier. So, werden wir die nächste Gruppe rufen. Ich zwischendurch mal das Spiel speichere. Jetzt hat er übrigens den richtigen Speicherstand hier oben übernommen. Keine Ahnung, was da los war beim letzten Mal. Was wünscht Dort ihr? entlang. Haupthaus wäre als nächstes so angebracht. Zum Glück haben wir noch sehr viel Ruhe, aber ich glaube, der Bollenmacher, da wird der Speer sein. Gebäude wurde errichtet. Zu Diensten. Was wünscht ihr? An die Arbeit! So, dann errichten wir jetzt erstmal eine Schmiede.
Herr der Rune? Auf geht's! Herr der Rummel. Gebäude wurde errichtet. So, als nächstes ein Nahrungslager. Jo, dürfte so passen. Wird sofort erledigt. Jo, da kommt unser Speer. Der kriegt gleich mal Pfeil ins Gesicht. Runenkrieger, zu mir! Und Tong. Und ja, man merkt, unsere Runenkraft ist ziemlich weit unten. Gebäude wurde errichtet. So, ich vertraue erstmal auf Fische. Jedenfalls haben wir hier etwas Fisch. So, da kann ich schon mal einen kleinen Trupp erstellen. Gebäude wurde errichtet. So, noch ein Schießstand. Ärmel hoch und los! Einsatzbereit. Bin unterwegs. So, mehr Holz wäre nicht schlecht. So, unsere Fischer fischen. Der Weg ins Nahrungslager ist zwar etwas weiter, aber er ist da wenigstens. Jawohl, alles klar. Da kommt schon wieder ein Speer. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Gebäude wurde errichtet. So, und ja, es gibt ein Upgrade für den Scharfschützen. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Augen offen halten. Und ja, man merkt, das ist erst die dritte Map. Sie sind noch ein bisschen freundlich und stellen uns hier erstmal ein Tor in den Weg. Ihr bringt die leider direkt zu eurem... Ah, schade. Ich dachte, der Weg würde reichen. Was wünscht ihr? Das heißt, erstmal noch eine Jagdhütte errichten. Damit wir schneller an Nahrung kommen.
währenddessen das Holz zusammenkriegen für die Doppelarmbrust. Da kommt schon wieder ein Beulenmacher. Gebäude wurde errichtet. Herr der Rune? Habe verstanden. Und ja, theoretisch reichen mir drei Leute hier. Habe verstanden. So. Verfügt über mich. Wie viele können hier Aria sammeln? Auch nur drei. Feindkontakt! So, der ist down. Holen wir uns gleich den nächsten. Und ja, die Goblins sind am Anfang zum Glück noch zu den dann los. Döfer, was das angeht. Ja, wenn ich nur drei zum Aria sammeln brauche, dann kann ich theoretisch auch noch eine zweite Schmiede hier errichten. Wird sofort erledigt. Bald haben wir das Holz zusammen. So, können hier schon mal das freischalten, also das erste Bevölkerungslimit Upgrade und noch ein paar Rekruten holen. Da das ja unsere einzigen Nahkämpfer sind und wir auch Nahkämpfer brauchen werden. Gebäude wurde errichtet. Dann los! So. Neue Fähigkeit verfügbar. Das Upgrade wurde gemacht. Wir warten jetzt auf die Nahrung. Dann bilden wir 5 Scharfschützen. Erwarte euer sicher. Kommando. Bin unterwegs. Und haben eine kleine Streitmacht, mit der wir eigentlich das Lager schon erobern können. So, Armbrustschützen dauern halt leider etwas länger. So, fehlt noch ein Holz für den letzten Armbrustschützen. Ja, man sieht, sie kommen jetzt schon zu zweit. Und ja, hierfür brauchen wir erstmal 300 Nahrungseinheiten. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. So. Befehl verstanden. Sind auf Feinde gestoßen. Okay. Erwarte Befehle. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. Der braucht jetzt Nahrung zum Heilen. Folgt mir. Sofort. Und los. Verstärkt die Verteidigung. Ja,
Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Auf mein Kommando. Schnell. Und los. Für den Orden. Sie sind hier. Und los. So. Auf meinen Befehl. Schnell. Das ist ein Hinterhalt. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Sind auf Feinde gestoßen. Auf mein Kommando. Ja, und los. Zur Ehre Aonirs.